Wunderschönen guten Morgen an diesem Donnerstag. Es ist ja schon soweit. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir hier heute auf den Tisch kriegen. Transformation. Kurzes Glück. Es fühlt sich an, als wenn hier jemand in eine kleine Glücksphase reingeht und dementsprechend auch in der Lage ist, so die Gefühle wieder zu stabilisieren. Irgendjemand hat hier mit irgendjemandem etwas Kleines, Kurzes laufen, was nicht die Befriedigung der Welt ist, aber zumindest für eine Klärung der Gefühle sorgen kann, sodass hier ein Abschluss gefunden werden kann mit dem Sarg. Transformationsenergie. Ja, auch was Kleines, Schnelles kann manchmal durchaus dazu führen, dass du hier in der Lage bist, zu erkennen, was für dich wichtig ist. Ja, gefühlsklärende Energie, der Kelchkönig unter den Fischen. Der Kelchkönig unter den Fischen. Ja, könnte auch durchaus ein Fisch sein. Warum nicht? Nein, es ist eine sehr gefühlsklärende Energie. Ich habe dich hier in der Gemeinschaft liegen. Vielleicht spielt das kommende Wochenende eine Rolle, wenn du vielleicht eine kleine Unternehmung machst mit deinen Freunden. Auf jeden Fall habe ich dich hier in einer sehr, sehr guten Energie. Grund zur Freude. Ja, Transformation ist auch immer Freude. Und mit dieser Transformation und das Erkennen deiner Sehnsüchte und das Neuaufflackern deines Gefühlslebens kommt hier auch das Ass der Münzen ins Spiel. Chance auf Glück. Zufriedenheit. Ich habe dich hier in der Souveränität mit der Stabkönigin. Das heißt, du kriegst wieder so ein bisschen mehr Leidenschaft rein, mehr Passion, mehr Feuer, ja. Und mit dem Ritter der Schwerter kommt hier so ein bisschen, ja, eine schnelle Klärungsenergie rein. Und was zur Hölle ist gerade mit meiner Stimme los? Spirits, mir nicht den Mund verbieten hier, nicht in der kollektiven Tagesenergie. Wie gesagt, denkt dran, ihr Lieben, ne? Es ist ein allgemeines Reading. Für private Readings könnt ihr euch ein privates Reading, ein persönliches Reading bestellen. Andernfalls fühlt da immer für euch rein, ob ihr euch da wirklich wiederfindet oder nicht, ja? Nicht, dass mir hinterher Beschwerden kommen hier. Ja, diese schnelle Klärungsenergie führt dazu, dass du in der Lage bist, zurück in die Schwärmerei reinzugehen. Das ist natürlich auch keine festgesetzte Energie, ganz im Gegenteil. Die kommt aber danach. Page der Kelche, hier ist ein Angebot in Liebesangelegenheiten. Hier sind romantische Gefühle mit im Spiel. Und mit den Liebenden geht es hier um Herzensentscheidungen. Ja, das, was jetzt aktuell noch nicht im Herzen klar ist, aber jetzt klar werden möchte, transformiert werden möchte, sorgt also am Ende dafür, dass die richtigen Personen zusammenfinden und dann ihr Herz entscheiden lassen können. Ha. Sehr, sehr schöne Energie für einen Donnerstag. Kennen wir auch anders. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ihr Lieben.